Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Night of the Rabbits. Ja, Leute, mega nice Spiel. Wir reden erstmal ein bisschen ich mit den Leuten. Ich warte hier schon die ganze Zeit auf ein Paket aus der Superhörnchen-Boutique für fesche Hörnchen. Für fesche Hörnchen? Superhörnchen-Boutique? Das ist aber ein komischer Name. Ach ja? Und wie heißt du? Ich? Jerry. Also, ich finde, Jerry ist ein ganz komischer Name. Und totschicke Accessoires machst du sicher auch nicht. Nein, ich weiß nicht mal, was das ist. Siehst du, da warte ich besser weiter auf Plato und mein Paket. Vielleicht hätte ich mit meinem Cousin Edgar zusammen die Stadt verlassen sollen. Edgar! Ich stehe und daran denke, dass die Krähen jederzeit zurückkommen könnten. Da wird einem ganz anders. Aber ich muss mein Paket haben. Ich muss mein Paket haben. Entschuldigung. Keine Zeit. Keine Zeit. Ich muss tanzen. Muss üben. Heute Abend steigt eine Geburtstagsparty bei der Hasenfamilie. Und ich habe frei. Wuhu! Hat frei am Samstag. Wir haben was für ein seltsames Eichhörnchen. Er sieht verwegen aus, so als hätte er viel zu erzählen. Verwegen? Verwegen? Mitnichten. Siehst du nicht, wie viele Karten ich dabei habe? Oh, Sie sind also Kartenmacher? Nein, ich bin Reisender. Du bist das erste Mal in Mauswald, oder? Besuch mich doch später mal an der Bachschleuse. Einfach die Rampe rechts neben dem Stadttor hochlaufen. Jo, safe. Einfach, ja, nice. Wir können, wir haben den Sticker zur letzten Folge aufgesammelt. Noch so ein Aufkleber. Noch so ein Aufkleber. Aber, es hat irgendwie nicht... Noch so ein Tropfen. Irre. Wieder einer. Oh nein. Wenn ihr Tropfen in dem Bildschirm seht... Ich habe versprochen zu warten. Hallo. Hallo? Hallo? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Psst, ist da jemand hinter mir? Ja. Ich glaube, ich werde von einem Geist heimgesucht. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich sehe niemanden. Ich kann da auch niemanden sehen. Aber ich weiß, dass jemand da ist. Da findet man ein seltsames Buch im Wald, versteht kein einziges Wort. Und dann hängt sich einem noch ein Geist an den Hals. Ich bin mal wieder ein Glückspilz. Same. Ich bin auch ein Glückspilz. Könnt ihr euch duldeln? Juckt mich eigentlich nicht so gerade halt. Da ist doch jemand hinter mir, oder? Nein, ist nicht. Ein Hort? Soll man damit jemanden rufen? Jo. Da gehe ich auf jeden Fall hin. Aber noch nicht. Ich soll hier warten. Aber noch nicht, ich soll hier warten. Der Marquis hat gesagt... Ich soll hier warten. Okay, dann hat der Marquis halt gesagt, ich soll hier warten. Lecker, ein Qualitätsprodukt der Waldzwerge. Ein Qualitätsprodukt der Waldzwerge. Oh Leute, ich habe mir gar keinen Timer gestellt. Sorry. Mach mal. Da ist doch jemand hinter mir, oder? Nein, da ist keiner hinter dir, Bruder. 24 Minuten ist ein bisschen gar lang. 19, geht eh schon genau. Okay, du spürst es genau. Okay, muss ich jetzt nochmal bitten. Ich kann da auch. Warte. Wir haben's. Oh, da steht wirklich jemand hinter dir. Damn. Jetzt ist er weg. Ich wusste es. Ich wusste. Oh, was für ein Glück. Oh, wie befreien! Wie sah der Geist denn aus? Ja, ziemlich dumm. Er hatte einen Kieselkopf und seine Arme waren Zweige und Blätter. Wirklich? Das muss ein Waldschrat gewesen sein. Ich hätte nicht gedacht, dass es sie wirklich gibt. Weißt du was? Hier, nimm das. Ehre. Ich habe es im Wald gefunden. Vielleicht gehört das Buch ja dem Waldschrat. Wenn du ihn siehst, kannst du es ihm wiedergeben. Aber war das nicht verflucht?
Hallo? Der Marquis hat gesagt. Ja, und was der Marquis sagt, das ist auch Gesetz. Oh, ist schon da, okay. Da bist du ja. So, jetzt kommen wir da rein. Rein da, rein da. Komm, Jen. Oh, sorry, jetzt habe ich was geskippt. Nee, das wollte ich nicht. Für mich ist das halt alles schon bekannt. Macht dann halt auch wenig Sinn, ehrlich gesagt, dass ich das spiele. Das ist mein, Entschuldigen Sie bitte den plötzlichen Hausfriedensbruch, verehrte Eulen und Hörnchen. Ah, Jonathan, das ist der Herr Hase, der eben schon hier war. Der Herr Hase. Das ist doch Michlaus der Zeisig. Diese Augen, Augen, die unzählige Welten gesehen haben. Einige sagten, er kennt keine Gnade. Das stimmt. Aber meine Eltern sagten, er sei einer der ersten Baumläufer gewesen. Beides stimmt. Ich war nicht der Erste, aber ich kannte ihn. War Zaroff der Erste? Ich war kaum größer als drei, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Nach der Tradition der Baumläufer stelle ich Ihnen meinen Schüler vor. Jeremias Haselnuss. Ich erbitte Unterstützung für ihn, auf dass er in diesen Wäldern die Kunst der Künste erlerne. Magie, natürlich, wie könnte es auch anders sein? Der Grünschnabel ist also ein neuer Zauberlehrling. Wir dachten schon, die Tradition der Baumläufer sei ausgestorben. Was? Wie? Zauberlehrling? Ich bitte Sie, einen Moment einzuhalten, Jonathan. Einhalten? Nein, nein. Die Tradition verlangt, dass wir nun sofort das Wipfelfest vorbereiten. Ein neuer Baumläufer muss standesgemäß gefeiert werden. Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Ja, Grünschnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. Genau. Frage am besten Anja Maus. Sie ist die allerbeste Bäckerin hier in Mauswald. Ich werde hier auf dich warten, Jerry. Mich interessiert, was hier geschehen ist. Mauswald hat sich verändert. Soll das heißen, aber nicht zum guten, ich soll ganz allein da draußen rumlaufen? Ich vertraue darauf, dass du auf dich selbst aufpassen kannst. Ich auch. Noch sind Sommerferien. Dies ist dein Abenteuer, Jerry. Meinst du, du kannst es schaffen? Ganz ehrlich, ich wäre auch gerne in dieser Welt irgendwie... Es ist so nice! Es ist so nice! Absolut. Absolut. Halt! Nicht auf die Bücher treten! Ob man die mal aufräumt? Das tue ich ja. Sorry. Aber Konrads Nichte Ursula bringt sie immer wieder durcheinander. Huch! Konrads Nichte Ursula bringt sie immer wieder durcheinander. Hier können wir... Wir könnten uns die ganzen Dinge anziehen. Und wir könnten sehen, ob es hier irgendwo Tautropfen gibt. Sieht nicht so aus. Eiserne Rüstung, andere Rüstung, das ist später dann relevant. Erstmal gehen wir zu dieser Mausdame. Wie hat sie geheißen? Anita? Anja. Anja Maus? Und irgendwie auch nach Kräuterbonbon. Nanu? Nanu? Was ist los, Bruder? Ich weiß genau, dass du irgendwo da draußen bist. Komm bald wieder. Solange passe ich auf deinen Garten auf. Ehre. Den Schlüssel lasse ich besser. Ich will Magier werden. Kein Schlüssel. Hierzulande wird man bestimmt zu 1000 Runden im Laufrad verurteilt. Der Typ ist einfach so witzig. Der geht in mir einfach durch, ne? Ich mag den Typ. Den Jeremias, das ist einfach so ein unschuldiger Mensch. Genau, der... Die Maus? Vielleicht kann ich die Maus irgendwie dazu bringen, die Tür offen zu lassen, wenn sie aus dem Garten kommt. Ja, in dem... Dann könnte ich da in Ruhe rein und rauslaufen. Baldrian-Tropfen. Baldrian-Tropfen. Da steht, ein Fläschchen kostet einen Lauf. Achso.
Ich habe keinen Laub. Ja, natürlich sind wir keine Diebe. Schade. Wäre das jetzt Deponia, dann hätten wir das schon geflaucht. Aber der, ja. Malbureth! Hallo! Mein Freund! Guten Tag, mein Freund. Moment, Ihre Stimme kenne ich doch. Ludwig Gräber, der Name. Fellesumpf 103.5. Malwurf am Morgen. Malwurf am Mittag. Und Malwurf am Abend. Stimmt. Stimmt. Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Gibt es Hoffnung, dass Sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der Nässe, die im Sumpf in meinen Sender zieht? Niemals. Jemand könnte sich über meine feuchte Ausstrahlung beschweren. Was? Aber ihre Fans? Über meine wässrigen Witze. Wie werden Sie den Fans erklären, dass sie aufhören? Mit feuchten Augen. Weil alles überflutet ist, nicht wahr? Nein, weil das wirklich traurig ist. Oh, Sie können doch nicht einfach aufgeben. Mach ich auch nicht. Knack dir ne Nusshörnchen, wie die Jugend heute sagt. Nein. Knack dir ne Nusshörnchen. Kennt man. Dann müsste man mir Arme, Beine, Mund und Bauchnabel zukleben. Ja, verstehe ich. Sind Sie also, gibt es Hoffnung, wollen wir mal zum Reihen. Ich muss dann mal weiter. Wir können ja im Laufe der, wir müssen ja, genau, Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag, ja, wir können ja die Gespräche im Laufe der Zeit führen, wir müssen jetzt aber mal die wichtigen Gespräche führen mit den Menschen, die actually relevant sind für unsere Aufgabe. Wir können natürlich ja mal immer wieder mal mit denen reden. Das können wir natürlich dann in die Kommentare schreiben, ob ihr das wirklich so wollt. Also ob ihr wirklich wollt, dass wir mit den Leuten allen interagieren und alle Interaktionsmöglichkeiten durchgehen. Wenn ihr das wollt, schreibt einfach in die Kommentare. Erstmal müssen wir Anja die Maulwurfbäckerin da holen. Willkommen. Willkommen, Anja. Mein Name ist Anja. Willkommen in meinem kleinen Baumstammcafé. Hallo. Hallo, ich bin Jerry. Du bist ja zuckersüß. Das Geräusch eben, das klang ja gefährlich. Aber ja, gefährlich lecker. Ich erschaffe etwas, was kein Mauswalder bisher gesehen hat. Explodierende Kekse. Wäre eine explodierende Torte nicht besser? Vertrau mir, Zuckerstück. Es wird pfannkuchentastisch. Ich hoffe, der Junge, den ich babysitte, wird auch ordentlich Spaß daran haben. Der kleine Humbert ist etwas schwierig. Alle denken, er wäre ein gemeiner, verzogener Junge. Aber für begabte Kinder ist es sehr schwer, unterfordert zu sein. Vielleicht bringen Ihnen meine neuen Kekse etwas auf Trab. Was diesen, unterforderten Humbert angeht, hast du ein interessantes Hobby für Humbert gefunden? Noch nicht. Leider. Oh, schade. Ich soll Blausaft und Gebäck fürs Wipfelfest bestellen. Oh, ist es schon wieder soweit? Wie schön! Ich werde viele, viele Napfkuchen backen. Und wie ist es mit diesem Blausaft? Tut mir leid, Zuckerpflaume. Aber da musst du die Zwerge fragen gehen. Tut mir leid, Zuckerpflaume. Aber da musst du die Zwerge fragen. Am anderen Ende des Kaltwasserbaches im Dunkelwald. Okay, gut. Bis später. Danke, Maria, Anja, Panja, Tanja, Frau Patanga, Pamanga, Langa. Ja, wir können endlich frei erkunden. Wow, das gefällt uns doch so. So, wir gehen erst. Wir gehen erstmal zurück da in den Wald der Wälder und holen uns diesen Tautropfen. Wieder einer. Und da auch noch einer. Ein Tautropfen. Dann schauen wir schnell, ob es hier einen Sticker gibt. Falls ihr einen Sticker seht im Bild, schreibt es mir in die Kommentare. Ja, es sieht eh keiner. Das tut mir eigentlich die Mühe. Deswegen habe ich auch vorher die WhatsApp-Nachricht gecheckt. Okay, die habe ich gecheckt, weil es wichtig ist, es geht um die Aufgabe.
Und ich kann sowieso nichts ruckschreiben. Also hätte ich sie eigentlich nicht aufmachen sollen. Noch so ein Tropfen. Bruder! Noch so ein Tropfen. Wo kommen die alle her? Sticker finde ich nicht. Also das mit dem Sticker. Oh, da ist ein Sticker. Klar. Ich habe einen Sticker. Bob. Oh, wie süß. Tautropfen. Okay. Jetzt können wir anfangen mit diesen Menschen zu reden. Kommen. Dein Freund mit den roten Augen kam mir irgendwie bekannt vor. Hier ein gut gemeinter Rat von mir für euch. Bleibt lieber in der Stadt. Die Krähen kreisen heute niedrig über dem Wald. Okay, macht hey, Sinn. Wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich dich auch nicht. Der ist hier doch vorhin schon durchgelaufen. Ja? Zusammen mit einem Hasen mit stechenden roten Augen. Also an den erinnere ich mich. Ich bin Jerry Haselnuss, Magier in Ausbildung. Magier? Deinem Freund mit den roten Augen hätte ich das ja noch abgenommen. Bäh. Wieso muss ich eigentlich hier draußen Wache stehen, während du Spaß haben darfst? Ja, was heißt? Ich würde auch lieber gern Wache stehen. Hier, da. Was wäre nicht Spaß ab? Ich arbeite hier. Ich hab vielleicht Hunger. Oh, ich hab vielleicht Hunger. Nachtisch ist immer am besten. Nachtisch ist immer am besten. Halt, wer schaltet da? Was für ein potthässliches Wiesel bist du denn? Was für ein potthässliches Wiesel bist du denn? Was ist denn das Problem? Kein Problem. Dann zahl mal 500 Laubtaler. Jetzt. So viel kostet es, wenn man hier über die Kaltwasserbachbrücke will. So viel kostet diese Baut. Meinst du Maut? Nein, ja. Ich meine Baut. Ja, überlass das Baut. Leben in dies also, das ist manchmal glaube ich, dass dann fast alle ruhig sein müssten. Alle außer mir. Das ist wahr. Das ist wahr. Und vielleicht meine Mausesitterin Anja. Okay, meine Mausesitterin Anja. Das okay. Was? Wie sollen wir denn verhandeln, wenn ich nicht reden soll? Gut, Laubtaler. Laubtaler? Nun gut, du gehörst doch sicher den offiziellen Behörden an. Gibt es denn einen Zauberlehrlingsrabatt? Normalerweise bekommen Zauberlehrlinge Unterstützung. Ich muss aus schulischen Gründen über die Brücke. Rabatt? Sei froh, dass du überhaupt die Chance hast, hier durchzukommen. 300 Laubtaler, so ist die Gebühr. Zahl's oder bleib auf deiner Seite der Brücke. Ein Verlust für uns. Dann komme ich später noch einmal wieder. Das ist nicht okay! Schneider. Aber ich kann mich nicht mit kleinen Kindern anlegen. Ja, macht das besser wirklich nicht. Ich bin zu gutmütig. Ich muss Ja, das sehe ich nicht. Nee. So, da ist ein Tautropfen, den will ich schon die ganze Zeit haben. Der hat mich schon gemobbt, während ich den, Typ, den keiner mag, zuschauen musste. Ja. Ich bin ein Huhn. So. Ein toller Lemurensohn, der Typ. Ja? Hallo. Hallo, Kanonier. Wie geht's? Zum Kanonendienst eingeteilt worden. Wir hatten hier ein großes Krähenproblem. Naja, haben. Wir mussten sogar evakuieren. Das klingt schrecklich. Oh ja. Also, wenn ich so ein grässiges Tier sehe, dann... Kaboom! Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten, auch bei Nacht. Schön. Pfoten weg. Pfoten weg. Ich muss immer die Augen drehen, essen Erbsen, okay? Das wollte ich nur mal so sagen, ja. Drehen, essen Erbsen. Noch einer. Du kannst sie nicht damit abschießen. Was ist denn das? Was ist das für eine kleine Kanone, Mann? Diese Eulenstatue sieht unheimlich weise aus. Sie hilft vielleicht die andere. Die haben bestimmt Mäuse. Schon allerhand vorbeischwimmen und treiben und gluckern sehen. Ja, das ist wie wenn du einen Drachen mit so einer Handfeuerwaffe abschießen würdest. Jeder nennt mich Spitzweg. Also darfst du das natürlich auch. Ehre. Ich bin übrigens kein Eichhörnchen, sondern ein Ziege. Oh, das wusste ich nicht.
So bepackt sehen sie aus, als ob sie später noch viel vorhätten. Ich bin ein Abenteurer und Wissenschaftler und meine neueste Forschungsreise soll über die 7 Weltmeere gehen, um ihre Unterschiede in Flora und Fauna zu dokumentieren. Das ist ein Leben. Die Karten in meinem Rucksack an. Die Schönheit der Natur manifestiert sich in ihrer subtilsten, entzückendsten Weise in diesen liebevollen Niederschriften. Ja, es ist schon ein enormes Abenteuer. Und es beginnt hier, im bescheidenen, heimatlichen Kaltwasserbach. Das klingt ja aber wieso machen Sie sich da nicht auf... So viel mehr braucht doch sicher unheimlich viel Zeit, um komplett angeguckt zu werden. Wem sagst du das? Ich wollte das erste Wegstück hier mit einem traditionellen Mauswalder Blattfloß zurücklegen. Ich habe es gestern bei den Igelbrüdern in Auftrag. Sie sind die talentiertesten und verlässlichsten Handwerker hier im Wald. Sie wollten das Floß einfach den Kaltwasserbach herunter zu mir treiben lassen. Aber ich stehe schon recht lange. Sag mal, gehst du zufällig zum Kürbisfeld am Stadtrand? Wenn du bei der Werkstatt der Igelbrüder nach meinem Boot fragen könntest... Müsste man einen richtig gefahren stehen? Ich kümmere mich darum. Ja, wir sagen denen Bescheid, den Igelmackern. Fest verschlossen. Ich probiere mal, sie aufzustaffen. Die Tür war fest verschlossen. So, das Café, der Bach. Wir schauen zum Hase. Und ihr werdet jetzt die Stimme von Gronkh hören. Schöner Garten. Nur gucken, nichts anfassen. Die Maus ist ganz in Gedanken, wenn sie herumläuft. Nur gucken, nicht anfassen. Hey, Sie, alles in Ordnung? Kaffee. Hey, Sie. Kaffee. Den können wir Kaffee geben, dann wird er so wach und so, you know, dann kennt man sich aus. Wahrscheinlich. Und dann wird er uns die Infos geben, dass wir den Paten stürzen können. Ja, genau. Wieder einer. Da ist auch noch einer, schau. Ja, ich bin... schon mal froh über das Spiel. Der, Finger weg! Das ist aber eine harte Harke. Die gehört wohl der Hasenfamilie. Finger weg! Was? Noch nützlich was? Der sagt nichts. Hey, du! Was machst du da mit unserer Familie? ich leihe sie mir nur kurz aus. Letzte Nacht hat der Wind so viele Blätter auf unseren Rasen geweht. Aha, also gut. Na dann mal los, das Laub hakt dich nicht von alleine. Oh, wir haben sie gestohlen, Freunde. Wir haben sie eiskalt gestohlen. Da ist ein Bienenstock. Was haben wir da? Was haben wir hier? Ein Tunnel zwischen den Wurzeln. Kürbis. Ein Horn. Ja, wir gehen da mal auf andere Seite, ne? Hallo? Oh, okay. Hi, Biberbrüder. Was ist los? Alles fit im Schritt. Brüder? Ja, die sind wir. Ich glaube, ich bin Jerry, Zauberlehrling. Hallo, ich bin Jerry, ich bin Zauberlehrling. Wartet sicher schon seit Stunden an der Bachschleuse. Nicht jeder hat das Glück. Werkzeuge verschwunden. Die waren ganz neu. Da steckt bestimmt ein Brüder dahinter. Sei doch nicht albern. Unser Papa hat uns von Grünhüten erzählt. Da waren wir 4 Jahre alt. Nein. Sie treiben sich ab und zu im Mauswald rum, sind unsichtbar, klauen Werkzeuge und bringen kalte Luft, sodass man sich erkältet. Das waren mehr... Und diese kleinen Fußstapfen, sind die auch ein Märchen? Ich schau mich mal nach... Danke. Das würde uns sehr helfen. Okay. Sie haben recht, es gibt ein Grünling. Ich möchte noch mal schnell abschließen. Da haben wir ja doch einen Grünhut im Haus gehabt. Ach, soll mich doch die Schlangen holen? Von einer Balken und Fliegen bis Hagel und Schlappen. Wer sieht mich da? Aber
Aber wenn ich die Luft anhalte, siehst du mich nicht. Oh. Wenn ich die Luft anhalte, aber ich sehe deinen Fußstapfen drüber. Der Ding ist weg. Ich muss hinterher. Freunde. Ja. Ich möchte mich bedanken, herzlich fürs Zusehen und fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge war interessant oder zumindest ganz nice für euch. Sagt mir, ob ich die Dialoge eher skippen soll und wir uns selbst den Teil dazu denken sollen oder ob wir das wirklich voll durchziehen wollen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt, die Nacht des Raben. Und des Jungen.